komm mit dem Hubwagen und hol die Palette ab. Die ganze Spendenaktion ist dadurch zustande gekommen, weil meine Heimat, da wo ich geboren wurde, durch das Erdbeben sehr stark beschädigt und zerstört ist. Mein Cousin war zu dieser Zeit in Deutschland bzw. in Holland unterwegs. Und bevor er eine Leerfahrt macht, haben wir kurzfristig entschlossen, dass wir hier eine Spendenaktion für die Region Antakya machen. Antakya gehört zu den zerstörtesten Gebieten da unten im Süden. Das Ganze kann man natürlich nicht alleine machen. Ich habe meinen Freund Johannes Happe angerufen, Strunz Happe. Und er hat direkt gesagt, Aische, ich brauche gar nicht überlegen, sag mir wann, wo, wie wir es machen sollen. Ich bin da. Und aufgrund dessen ist diese Aktion gestartet. Und wie man hier sieht, ist voll. Die Menschen beteiligen sich, Unternehmen wie Tönnies, Kodermann, Lehfeld, die sind alle da, die spenden, die helfen, stellen Mitarbeiter zur Verfügung. Besser kann es nicht gehen. Und ich bin jedem Einzelnen dankbar, der hier auch mithilft und uns in der ganzen Sache unterstützt. Es zeigt wieder mal, dass Reda Wiedenbrück eine Stadt ist, die zusammenhält, wenn es darauf ankommt. Und es zeigt auch, dass wir hier jeder zu jedem steht und jeder den anderen unterstützt, wenn er in Not ist. Und das macht mich besonders stolz.